Hallo ihr Lieben! Also einige von euch fragen mich ja immer häufiger, wie ich denn zu meiner Haarfarbe gekommen bin und was das denn für eine Haarfarbe überhaupt ist. Dazu hole ich mal ein bisschen weiter aus. Und zwar habe ich mir früher mit 14, 15, 16, 17 und so grundsätzlich die Haare selber gefärbt und geschnitten. Da kam jetzt nun auch nicht immer genau das bei raus, aber ich war relativ zufrieden. Und dann fing ich an, aber zu 10-Euro Friseuren zu gehen, weil ich dachte, vielleicht kriegen die es ja besser hin und die sind ja auch geschult und wissen, was sie tun. Und ich bin dann da immer hingegangen mit einer gewissen Erwartung, wie man es halt tut, mit Bildern, wie ich meine Frisur haben möchte oder die Farbe haben möchte. Und ich kam grundsätzlich enttäuscht wieder raus. Gut, heute denke ich mir so, von einem 10-Euro Friseur kann man auch nicht immer sehr viel erwarten, weil die müssen einfach die Leute durchrattern, kurz schneiden und den nächsten und so geht es halt immer weiter. Aber damals war ich dann halt immer ziemlich enttäuscht und dann wollte ich auch nicht mehr zum Friseur gehen und habe halt wieder angefangen, meine Haare selber zu schneiden und zu färben. Und dann hatte ich einmal so ein Erlebnis, da wollte ich mir die Haare blondieren für irgendwas, was ich machen wollte. Bin dann zum Friseurbedarf gegangen und habe halt gefragt, welche Blondierung benutze ich denn am besten, welche Stärke wäre denn am besten und, und. Ich bekam dann eine ziemlich starke Blondierung, obwohl ich sehr dünnes Haar habe und meine Originalhaarfarbe ist dunkelblond. Das heißt, meine Haare sind sowieso sehr fein und dünn und ja, ich bekam dann halt eine sehr starke Blondierung und die habe ich dann zu Hause drauf gemacht, alles schön. Und dann habe ich halt gemerkt, wow, es brennt total und ich halte es nicht mehr aus, ich muss es unbedingt auswaschen. Und das Ergebnis war, dass mir wirklich die Haare hinten abgefallen sind. Also ich hatte jetzt hier nicht irgendwie eine Glatze oder sowas, aber sie sind halt so schon bis hierhin waren die dann abgeätzt. Also ich habe mir dann die Haare gewaschen und dann hast du nur noch so, bäum, bäum, sind die Haare runtergefallen und ich war total entsetzt. Ich wollte gar nicht mehr rausgehen. Ich war so fertig mit den Nerven, weil das sah wirklich schlimm aus. Also es waren hier wirklich mehrere Haare nur noch so kurz. Ende vom Lied war, dass ich mir die Haare natürlich ganz schön kurz schneiden musste und halt mit ganz vielen Kuren arbeiten musste, damit meine Haare irgendwie halbwegs wieder in Ordnung aussehen. Und ab da an wollte ich sie halt auf gar keinen Fall mehr selber blondieren. Auf gar keinen Fall. Also von zu Hause aus habe ich sie dann einfach nicht mehr blondiert. So, und dann wollte ich eigentlich, also ich habe sie dann einfach in Ruhe gelassen, habe dann nur noch schwarze Färbung mal reingemacht oder braun, irgendwie sowas in der Richtung immer. Und dann wollte ich halt letztes oder vorletztes Jahr wollte ich eigentlich Erdbeerblond haben. Also wer diese Farbe nicht kennt, dem verlinke ich ein Bild in der Infobox, dann könnt ihr mal gucken, von welcher Farbe ich rede. Also das ist nicht die Farbe, die ich wollte. Ich wollte eigentlich ein Erdbeerblond haben. Und dafür musste ich die Haare blondieren. Nun, nach diesem Erlebnis, dass mir halt die Haare weggeätzt sind und so, wollte ich natürlich nicht mehr alleine Hand anlegen und dachte mir, na, dann gehe ich zum Friseur. Da ich aber mit den 10-Euro Friseuren ja nun mal keine schönen Erlebnisse hatte, sondern immer nur mit völlig zerschnittenem oder verfärbten Haar nach Hause gekommen bin, dachte ich mir, gut, dann suchst du dir jetzt mal einen ordentlichen Friseur, wo du dann auch mehr zahlst, aber wo du dann wirklich mit dem Ergebnis rauskommst, was du erwartest. Also bin ich dann zu einem Friseur gegangen, wo ich dann für das Ganze 70 Euro circa zahlen sollte, wegen dem Blondieren und dann den Färben. Und ich habe halt Bilder gezeigt und dachte, oh, jetzt müsste es eigentlich klappen und ich freue mich schon total auf dieses Ergebnis. Ich kann euch ja mal zeigen, wie meine Haare vor dem Friseurbesuch ausgesehen haben. Und dann zeige ich euch auch gleich noch, was aus den Haaren geworden ist nach dem Friseur. Ja, auf jeden Fall bin ich dann halt da hingegangen, habe alles abgeklärt, habe die Bilder gezeigt, was ich gerne haben möchte und die Friseure meinte, alles klar, kriegen wir hin, kein Problem. Also haben sie mir die Haare blondiert und dann die Farbe rausgesucht und ich dachte, alles wird gut und habe mich schon total gefreut und ja. Also nach dem Blondieren dachte ich noch, alles ist super, mir sind keine Haare ausgefallen großartig und die Blondierung sah auch schön gleichmäßig aus.
Und dann kam sie halt mit der Farbe an, hat die Farbe drauf gemacht und ich saß da und habe mich schon gewundert, so, das sieht aber jetzt sehr dunkel aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass daraus Erdbeerblond wird. Aber ich dachte, okay, warte ich mal ab. Ich meine, die wissen, was sie tun und sie verlangen ja auch ein bisschen mehr Geld dafür. Und die Bewertungen im Internet waren auch relativ gut. Also eigentlich durchweg sehr positiv. Und ja, ich saß dann da, hatte diese sehr dunkle Farbe auf meinem Kopf und habe mich halt immer mehr gewundert und gewundert und gewundert. Und dann kam sie halt zum Rauswaschen und die Farbe war immer noch sehr dunkel. Dann habe ich mir die Haare geföhnt, damit es nicht noch teurer wird, konnte man sich halt die Haare selber föhnen. Und ja, als sie dann trocken waren, sah ich, dass es ein sehr, sehr dunkles Braun war. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Und ja, ich kam zu Hause an, ich habe in den Spiegel geguckt und dachte so, Mist, verdammte, was ist das denn jetzt? Das ist alles andere als Erdbeerblond und ich war so enttäuscht, ich war so entsetzt, ich dachte wirklich so, es kann nicht wahr sein, da gehst du schon zu einem Friseur, wo du wirklich 70 Euro bezahlst, ich glaube es waren 70 Euro, es kann sogar noch ein bisschen mehr gewesen sein und da kommt wieder nicht das dabei raus, was du eigentlich wolltest. Jetzt hatte ich ein langweiliges, dunkles Braun und war sehr enttäuscht. Ja. Ich wollte dann halt irgendwie, also mich hat das dann nach einem Monat auch wirklich genervt, aber ich bin halt nochmal hingegangen zum Nachfärben, weil Ansatz und so. Und das war auch noch eine pure Enttäuschung, weil ich hatte nachgefragt, wie viel denn das kosten würde, wenn ich wiederkomme und mir die Haare halt nachfärben lasse, also den Ansatz. Und dann meinten sie, das kostet dann 25 Euro. Und da dachte ich so, okay, für Ansatz nachfärben und so ist ja kein Problem, das kann man sich leisten einmal im Monat oder alle zwei Monate, je nachdem, wie oft man halt nachfärben geht, wie schnell die Haare wachsen. Und ja, als ich dann dahin kam, um die Haare nachfärben zu lassen, den Ansatz nachfärben zu lassen, hieß es dann plötzlich 30 bis 40 Euro. Und ich dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen mehr, als abgesprochen war und ich war total wütend und habe das aber halt doch noch nachfärben lassen. Aber ich dachte so, ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt soll ich jedes Mal wirklich nochmal 30, 40 Euro zahlen, um den Ansatz nachzufärben. Obwohl ja was anderes abgesprochen war. Normalerweise fände ich das jetzt nicht so schlimm, aber wenn was anderes abgesprochen ist, ist es halt so eine Sache, wo ich mir denke, irgendwie blöd. Also das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Und dann auch noch, weil ja eben nie die Farbe dabei rausgekommen ist, für die ich eigentlich diese 70 Euro hingeblättert hatte. Also ziemlich enttäuschend. Und dann dachte ich so, den nächsten Monat, wo ich hätte die Haare wieder nachfärben lassen müssen, nee. Da habe ich jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf. Also erstens sind die in diesem Friseurladen, wo ich war, tierisch unhöflich, so unfreundlich zu einem. Also die behandeln einen nicht wirklich wie einen Kunden, der da Geld bezahlt, sondern wie jemand, der da irgendwie nur einen Zehner, wie gesagt, bezahlt, ja. Also selbst die 10-Euro-Friseure sind irgendwie freundlicher zu einem als diese in dem Laden, wo ich halt war. Und ich fand das einfach ganz furchtbar. Ich meine, wenn ich schon so viel Geld ausgebe, möchte ich auch, dass man mich dementsprechend behandelt. Ich meine, klar, ist jetzt nicht sowas wie ein 200-Euro-Friseur oder sowas in der Richtung, dass man da wie, keine Ahnung, Gott in Frankreich behandelt wird, ist ja irgendwo verständlich für den Preis. Aber ich erwarte es halt, wie gesagt, auch bei 70 Euro, 80 Euro oder eben beim Nachfärben. Und das ist da eben nicht der Fall. Und dann dachte ich mir, ich habe keine Lust mehr zu diesem Friseur zu gehen und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, weitere Friseure auszuprobieren. Ich habe da einfach genug von, es geht mir total auf die Nerven. Und ich wollte halt auch nicht mehr dieses langweilige Dunkelbraun haben. Ich meine, das mag einigen Leuten wirklich gut stehen, aber mir stand es halt nicht, meiner Meinung nach. Mir hat es nicht gefallen und ich wollte dann halt wenigstens sowas ähnliches wie dieses Erdbeerblond haben. Nun konnte ich sie jetzt nicht nochmal blondieren. Ich dachte mir, okay, jetzt nochmal blondieren, das bringt mir auch nichts. Vor allem da beim Friseur dachte ich auch so, wozu haben die erst die Haare blondiert, wenn sie dann sowieso ein Dunkelbraun draufpacken? Das wäre gar nicht notwendig gewesen bei meinen Haaren. Also irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann halt umgeguckt in der Drogerie und ja, da habe ich dann halt diese Farbe hier gesehen, dieses, ich weiß gar nicht, ob man das richtig sehen kann, ob sich das nicht spiegelt. Naja, auf jeden Fall dieses Kupferblond fand ich ganz schön. Sieht jetzt natürlich bei ihr heller aus, aber die hatte wahrscheinlich auch hellere Haare. ja, es nervt halt schon, sich die Haare selber nachfärben zu müssen, aber mir gefällt die Farbe inzwischen halt wirklich sehr gut.
Sie ist auch sehr gleichmäßig. Dadurch, dass ich halt dunkelblonde Haare habe, überfärbt sich das halt ganz gut. Und ja, das ist dann jetzt halt die Farbe, die ich momentan immer mir selber drauf mache. Und es ist wenigstens, ich weiß wenigstens, wenn ich das mache, wie viel Geld ich dafür ausgeben muss, wo ich die Farbe herkriege und wie die Farbe am Ende aussieht. Und ich brauche momentan auch wirklich nur eine Packung, die reicht vollkommen aus. Ich weiß nicht, wenn ich sie nochmal komplett nachfärben müsste, bräuchte ich inzwischen wahrscheinlich zwei Packungen, aber im Moment reicht halt auch eine Packung. Und ich bin mit der Farbe sehr zufrieden. Es kostet auch nicht so viel. Es ist übrigens in den meisten Drogerien günstiger, als wenn man jetzt zum Beispiel bei Kaufland oder Real oder was weiß ich gucken geht. Und ja, so bin ich eigentlich mehr oder weniger zu meiner Haarfarbe gekommen. Nicht gerade die glücklichste Geschichte darüber, aber inzwischen bin ich ja nun mal sehr zufrieden. Und ja, also so, das ist meine Haarfarbe und so bin ich dazu gekommen. Ich habe jetzt sehr viel gemeckert, glaube ich, aber es hat mich halt auch wirklich geärgert. Es ist eben einfach so. Ich hoffe, ihr habt nicht so schreckliche Erfahrungen gemacht mit Friseuren. Und es gibt sicherlich auch richtig gute, aber ich habe halt einfach keine Lust, weiter danach zu suchen und mich immer wieder zu ärgern, wenn halt nicht das dabei rauskommt, wofür ich das Geld eigentlich ausgegeben habe. Ja, ich hoffe, ich habe damit eure Fragen beantwortet. Ich meine, wie gesagt, das hier ist hier dieses Präferenz Kupferblond, also wenn ihr daran Interesse habt und so, und das lässt sich halt auch wirklich gut machen, und die Kur, die dabei ist, die ist eigentlich auch ganz gut. Und ja, das ist so die Geschichte meiner Haare. Und ich bin zufrieden und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war ganz interessant, so zumindest für diejenigen, die halt immer gefragt haben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Burden down instead I cling